Juhu, Minecraft-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial, wie man den Sonic Unbelievable Shader Mod installiert, damit er genauso aussieht wie hier in meinem Let's Play. In meinem Minecraft-Let's Play benutze ich allerdings noch eine verbuggte Version, die werdet ihr nicht bekommen. Die Gegenstände sind alle nicht weiß oder durchsichtig, je nachdem. Die Sonic Unbelievable Shader-Version zeichnet sich hier für Minecraft 1.3.1 dadurch aus, dass halt das Wasser so realistisch aussieht und das Licht so wunderschön fällt. Und wenn ihr das auch haben wollt, müsst ihr allerdings mit der Minecraft-Version 1.3.1 spielen. Ich habe dazu auch einen Beitrag auf meinem Blog veröffentlicht. Das ist das dein-infotext.blogspot.com-Blog. Das ist jetzt nur eine Vorschauversion, weil ich noch nicht den Beitrag veröffentlichen konnte, weil das Video ja noch fehlt. Das nehme ich ja schließlich gerade auf. Und das erzählt uns, wie genau wir die ganzen Sachen installieren können. Und zwar Minecraft 1.3.1 braucht ihr dafür. Wie ihr an diese Version kommt, ist mir total egal. Ich schicke sie euch nicht. Irgendwo im Internet wird es noch eine 1.3.1 Version geben. Oder ein Freund von euch hat die vielleicht noch. Ich habe auf jeden Fall noch die Version, weil ich noch nicht geupdatet habe, eben wegen dem Shader. Und ich werde jetzt in diesem Tutorial auch nur zeigen, wie man hier die zweite Version, also einmal kann man sich eine Beta-Version runterladen, die alles sofort rein installiert, aber damit es so aussieht wie bei mir, muss man ein bisschen umständlicher arbeiten, also benutzen wir jetzt den Weg, damit es so aussieht wie bei mir. Erstmal brauchen wir Optifine für die 1.3.1 Version, ist gar kein Problem, hier im Optifine Topic gibt es immer noch die Möglichkeit, ältere Versionen runterzuladen, da könnt ihr euch einfach eine Version raussuchen, die ihr braucht. Ich habe jetzt zum Beispiel die genommen, weil ich ja einen Multicore-Prozessor habe. Und damit haben wir auch schon einen Punkt abgehakt. Und als nächstes brauchen wir jetzt den normalen GLSL-Shader. Ist gar kein Problem, ebenfalls hier verlinkt. Dann nehme ich die Windows-Version. Ihr nehmt, je nachdem, welchen Computer ihr habt, die Version halt passend runter. Und könnt euch dann den GLS-Shader da locker installieren. Das ist ja hier das ganz normale Topic, das ist gar kein Problem. Und dann geht ihr in eure Minecraft-Jar, öffnet den Shader-Folder und fügt das hier ein. Da gehen wir auch mal gleich hin. Das ist hier die Shaders von Sonic, modifiziert von Honey. Müsst ihr euch runterladen. Das sind nur die Shader-Konfigurationen, die sich dann verändern. Ansonsten passt alles. Also habt ihr jetzt in eurem Ordner diese drei Dateien und wenn ihr so wie ich alles mit dem MC-Patcher installiert, könnt ihr euch noch den MC-Patcher runterladen für 1.3.1. Ich glaube, die Version ist eigentlich egal. Ich glaube, der funktioniert auch rückwirkend für ältere Versionen. Könnt ihr gucken, steht ja hier überall. Bitte selber lesen. Ihr habt jetzt also diese Dateien im Ordner, also Optifine für 1.3.1, den Shader Window Ordner für 1.3.1, meine Shader, meine konfigurierten und den MC-Patcher. Und den MC-Patcher öffne ich jetzt einfach mal, schön brav ausführen. Ich installiere mir jetzt noch das Zombie und Too Many Items Pack gleichzeitig mit. Wie ihr Optifine da reinkriegt, ist klar. Ihr wählt hier Optifine an, klickt auf Öffnen, klickt da auf OK. Dann habt ihr hier innen drin euer Optifine. Alles andere muss deaktiviert sein. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel Zombie und was weiß ich nicht, was noch dazu installieren wollt, könnt ihr das machen. Ich klicke jetzt hier aber erstmal, Moment, ich klicke erstmal auf Unpatch. Hatte ich das schon? Weiß ich nicht. Habe ich jetzt eine saubere 1.3.1 Version? Klicke jetzt auf Patchen. So, wird wieder weggesteckt. Jetzt als nächstes installieren wir den Shader. Zwei den ganz normalen, jetzt werde ich erstmal wieder von Rinvara angemeckert. Ja, als Administrator ausführen. Install Mods, ganz einfach, nur da draufklicken. Geht ganz schnell, tut nicht weh, wird sofort alles automatisch gemacht. Super, installiert, alles fertig. Kann das auch schon wieder schließen. Jetzt öffnen wir schon mal diesen Ordner hier. Jetzt meckert er mich wieder an. Da sind die Shader drin, die wir dann brauchen. Und jetzt gehen wir in unsere Minecraft-Jar. Und zwar müsst ihr ja dafür über euren Datenträger, wo das drauf installiert ist, User, euer Name, App-Data, Roaming, Minecraft, Bin, wie ihr da rankommt, das erklärt euch sicherlich ein anderes Tutorial. Jetzt geht ihr in eure Minecraft-Jar. Ich öffne die auch immer mit WinRAR, das ist ganz einfach, dann kommt man da ganz gut ran, weil es sich sozusagen, ja, ist ja im Prinzip eine verpackte, eine Jar-Datei ist ja auch eine verpackte Version. Dort findet ihr jetzt einen Shader-Folder. Geht jetzt zu dem, von dem ihr bei mir runtergeladen habt, Shaders von Sonic, modifiziert von Honey, schnappt euch die und packt den jetzt in den Shaders-Folder, der in der Minecraft-Jar drin war. Einfach auf OK klicken, fertig, fertig. Ja, und jetzt ist das Ganze tatsächlich auch schon fertig. Jetzt könnt ihr Minecraft öffnen. Und draußen fängt es gerade an zu regnen, wie blöde. Wir loggen uns ein. Nein, ich möchte nicht updaten. Blub. Dame Mojang, und jetzt müsst ihr das Shader-Texturenpack benutzen. Oder ein Texturenpack, was für diesen Shader angepasst worden ist. Mehrere Texturenpacks findet ihr in dem Topic vom Sonic Unbelievable Shader. Bei mir findet ihr das auf meiner Webseite ganz normal. Da, wo man die ganzen Texturen runterladen kann, ist auch in dem großen Mediafire-Folder diese Shader-Version drin. Da klickt ihr einfach jetzt auf Fertig. So, dann holen wir uns jetzt mal schnell eine Map und gucken mal, wie es aussieht. Hat alles wunderbar funktioniert. Die Sonne scheint ein bisschen durch die Wolken. Das Wasser glitzert.
Und wenn es nachts dunkel wird, das simulieren wir jetzt gerade einfach mal, dann leuchten auch die Fackeln alle ganz wunderbar. So, das war doch ganz einfach, hat nicht wehgetan, ging ganz leicht. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Videobeschreibung, wie gesagt, mehr Dateien, als ich jetzt zum Download bereitstelle, werde ich auch nicht weiter bereitstellen. Es ist ganz einfach, den Shader zu downloaden. Wenn ihr den Original-Autoren supporten wollt, könnt ihr hier auf sein Topic gehen. Da erfahrt ihr alles über die Person, über den Sonic Eater, der inzwischen schon ein Zombie-Killer ist mit seinen 209 Posts. Ich habe halt seine Shader jetzt einfach nur mir angepasst und für mich modifiziert. Deswegen habe ich die jetzt mal so zum Download bereitgestellt, so wie es mir ganz gut gefällt. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem Shader. Und während da draußen gerade die Welt untergeht, sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Video.